Du bist Weltmeister im langsamen Schwimmen, ne, mit der Bodensee, diese Geschichte. Bodensee-Nummer. So nennt man mich da, in diesen Kreisen. Ja. 7:24 habe ich mir aufgeschrieben, hast du für die Bodensee-Durchquerung. Ich glaube, der nächstlangsamste war 5:40, ein Inder. Ja. Ein Inder. Ja. So. Und dann haben wir es vorhin angesprochen, 52 Marathons im vergangenen Jahr. Ja. Und das nächste, was du machst, also worauf ich mich schon vorbereite, ist, dass wir dich sehen wandern, aber nackt. Ja, das ist meine persönliche Theorie, ist, dass durch die Erderwärmung, Klimawandel und dass durch eine langfristige Veränderung der Moralvorstellung das Nacktwandern mehrheitsfähig wird. Bist du das? Das bin ich, ja. Ah. Ich bin zusammen mit anderen Pächter einer Hütte im Zillertal. Und wir haben das große Glück, dass diese Hütte sehr, sehr abgelegen ist, sodass man das Nacktwandern dort schon mal ganz in Ruhe für sich selbst studieren kann. Auch im Winter, auch im Winter. Also da habe ich jetzt bisher weniger Erfahrung mit, aber wenn Sie mir das so vorschlagen, dann finde ich die Idee finde ich auch ganz reizvoll. Aber meistens im Sommer, muss ich sagen. Ja. Das klingt ja jetzt wie ein Scherz, ne? Aber es soll wirklich zwei offizielle Nacktwanderwege geben in Deutschland? Im Harz und in Undeloh, in der Lüneburger Heide. Aber für ein Volk von 80 Millionen sind zwei Nacktwanderwege sehr sparsam, finde ich. Also da kann noch was, da ist noch Optimierungsmöglichkeit. Mit Schuhwerk oder ohne? Ja, das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich nackt wandere, dann am liebsten ohne Schuhwerk. Das kommt mir sonst inkonsequent vor. Ja. Andererseits habe ich ein Kleidungsstück dann sehr gerne dabei, nämlich einen Klappzylinder, ein Chapeau-Clac, weil man in solch einem Zylinder sehr viel notwendigen Kleinkram verstauen kann. Genau, Schlüssel. Also zum Beispiel Schlüssel, Sonnencreme und so etwas. Und außerdem kann man ihn zusammenklappen. Man hat eine gute Sitzunterlage in Gegenden mit vielen Waldameisen. Kann das sinnvoll sein. Jetzt hat man so langsam ein Gefühl dafür, was einem im Leben noch so fehlt. Ne? Ja. Also es ist, man kann noch wirklich viel, viel machen in seinem Leben. Ja. Es ist, danke für diese vielen schönen Impulse. Sehr gerne. Man geht sie durch die Lüneburger Heide, will Schäfchen sehen, da kommt Wiegald Boning nackt mit Zylinder und runter mit den Klamotten und weitergehen. Und gar kann passieren, ja? Ja, sicher. In der Tat. Ja, spricht nichts dagegen.